Hallo Freunde, da sind wir wieder, FC Motor TV mit einer neuen Folge. Ihr seht es, wir sind Outdoor, wir sind halt on Tour. Zwar nur 2,5 Kilometer entfernt von unserem schnuckligen Studio. Wir sind hier bei Motorrad Meier in Aachen, ein Vertragshändler für Honda und Yamaha. Nicht zuletzt gehört auch Piaggio und Vespa zum Portfolio. Was wollen wir heute machen? Das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. So Freunde, bevor wir zur Typberatung kommen, also welche Klamotte für welches Fahrzeug am besten geeignet ist, möchte ich euch die Daniela Probst vorstellen. Dani, ich kenne sie schon etwas länger. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Ja, Stefan, du hast ja jahrelang hier gearbeitet. Deswegen haben wir uns sehr über diese Anfrage gefreut, ne, und haben euch natürlich sofort und gerne unsere Location zur Verfügung gestellt. Ja, mein Bruder und ich, wir leiten diese Firma als Geschäftsführer in mittlerweile dritte Generation, haben die Firma von unserem Vater übernommen, machen das mit absoluter Leidenschaft und ja, Stefan war einfach viele Jahre bei uns beschäftigt. Ja, und deshalb, das hat auch Spaß gemacht. Ja, freut mich. Um kurz auf die dritte Generation einzugehen, das heißt, das ist in Deutschland relativ untypisch, dass schon eine dritte Generation in der Geschäftsführung ist. Das heißt, dann kann auch in der Vergangenheit nicht viel falsch gemacht worden sein. Typberatung, was bedeutet das? Wir werden euch jetzt einige Outfits zeigen, die auf die unterschiedlichen Motorräder eingeht. Das heißt, eine Shopper-Klamotte kann ich auf einen Supersportler getragen werden und umgekehrt. Da werden wir aber jetzt drauf eingehen und ich bin bestimmt sicher, dass es aufschlussreich wird. Um kurz auf Roller-Outfit einzugehen, ist natürlich so, auch mit einem Roller seid ihr so schnell unterwegs, dass ihr euch schwer verletzen könnt, hättet ihr denn einen Unfall. Das heißt, da gibt es auch ein paar Grundregeln, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Und wenn ihr mit eurem Roller nicht nur die Wochenendtour bei schönem Wetter macht, sondern auch Weg zur Arbeit und, ist es einfach doppelt wichtig, gut ausgerüstet zu sein. Bleiben wir bei der Jacke. Dass das Outfit etwas legerer ist als bei den reinen Motorradjacken, ist klar. Aber es muss auch sehr funktionell sein. Das heißt, eine Urban- oder Rollerjacke wird in der Regel 100% wasserdicht und atmungsaktiv sein und hat natürlich, das wisst ihr noch aus der Jackenfolge, entsprechende Protektoren an den exponierten Stellen, als da wäre Ellbogen, Schulter und in dem Fall ist auch eine leichte Protektion im Rückenbereich dabei, aber das ist auf jeden Fall kein genormter Protektor, das muss ich euch schon fairerweise sagen. Wenn ihr da komplett ausgerüstet sein wolltet, müsst ihr entsprechend nachrüsten. Ob das dann beim Helm so ein Jethelm wird oder ein Integralhelm, klar ist der Integralhelm sicherer. Oftmals ist es so, dass dann bei warmem Wetter der Jethelm bequemer ist, ihr bekommt mehr Luft und ich gestehe, dass bei 30 Grad plus, wenn ich ins Freibad fahre, ich auch selber mit einem Jethelm unterwegs bin. Aber wir haben es jetzt einfach nur gemacht, weil es einfach outfitmäßig relativ gut passt. Von daher, ob Jethelm oder ein schlichter Integralhelm, das ist tatsächlich euch überlassen. Ein wichtiges Utensil ist die Handschuhgeschichte, denn auch wenn ihr überwiegend in der Stadt fahrt und die Geschwindigkeitsbereiche nicht so hoch sind, ist doch die Wahrscheinlichkeit, in der Stadt zu verunfallen, viel, viel größer als über Land. Von daher, ihr erinnert euch auch da an die Handschuhfolge. Erster Reflex ist, man will sich so abstützen und schützen, den Oberkörper und den Kopf. Und dann soll der Handschuh zum Markte getragen werden und nicht eure eigene Haut. Von daher, Mindestausstattung ist natürlich klar, Helm wegen der Helmpflicht. Eine gute funktionale Jacke, ein entsprechend knöchelhoher Schuh, den ich jetzt anhab, den ihr leider nicht seht, aber egal. Und als letztes vielleicht noch der Hinweis, dass ich natürlich jetzt mit einer normalen Jeans hier sitze, aber dann ist das natürlich so ein bisschen der Kompromiss, dass man sagt, eine gewisse Bequemlichkeit, ein gewisser Komfort soll natürlich schon noch walten. Das ist auch der Grund, wofür ihr einen Roller fahrt und nicht unbedingt ein Motorrad, dass es einfach komfortabler ist, von A nach B zu fahren, erst recht in der Stadt. Bevor ich hier zerfließe, relativ warm hier. Shopper- oder Cruiser-Outfit. Gleiches Spiel wie bei den Rollern. Das ist eine, in der Hoffnung, dass es sehr funktional ist, auch eine sehr emotionale Geschichte. Ich habe halt hier so ein kariertes Hemd an. Das ist komplett ausgestattet mit Protektoren. Das ist wasserdicht, atmungsaktiv. Helm ist natürlich ein Statement, dass man mit einem offenen Helm fährt bei einer Shopper. Ein Integralhelm wird sich da nicht gehören. Es sieht einfach
beschissen aus. Ob mit Brille oder ohne Brille, getönte Gläser, ja, nein, auch das ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Aber wenn es ein offener Helm ist, ohne Visiertechnik, solltet ihr auf jeden Fall, unabhängig davon, ob ihr jetzt Brillenträger seid oder nicht, zusätzlich immer einen Schutz für die Augen organisieren. Denn auch bei so einer Brille, die ich jetzt trage, kann es durchaus sein, dass eine Fliege, was auch immer, als Insekt durch die Gegend düst, quasi trotzdem auf die Augen trifft. Das ist dann schon ein bisschen gefährlich. Eine letzte Geschichte ist, ich habe hier eine Funktionsjeans an, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Das heißt, die bekommt ihr mit Protektoren, die bekommt ihr ohne Protektoren. Extrem reißfestes Material. Das heißt, es ist zwar außen Baumwolle, aber das sind dann teilweise aramidverstärkte Materialien, die also sehr, sehr reißfest sind. Und bei den Schuhen natürlich jetzt ein Zugeständnis an die Optik. Da habe ich jetzt die Dickies an. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass sie dann knöchelhoch sind und dass ihr natürlich eine benzinfeste und säurefeste Sohle habt. Das ist mittlerweile eigentlich auch Standard. Von daher, das ist auch wieder ein Bereich, der ein bisschen überschneidend ist. Cruiser, Shopper sind in etwa von der gleicher Kundenstamm. Und das wäre so ein typisches Outfit, womit die Leute klasse aussehen, aber sehr funktional ausgestattet sind. So, Freunde, Enduro, Adventure Bike, was auch immer. Das Outfit, was diese Fahrzeuge angeht, ist natürlich wiederum ein gänzlich anderes, wobei auch da eine Schnittmenge sehr, sehr groß ist. Ihr werdet das gleich merken, denn namentlich Jacke und auch Hose kann ich stressfrei auch auf ein Tourenmotorrad anziehen, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was wichtig ist, ich habe mir auch schon erlaubt, hier in diesen relativ warmen Temperaturen komplett das Futter und die Membran, ganz wichtig, da bin ich der absolute Fan von, wenn ich auch die Möglichkeit habe, eine Membran zu demontieren. Das habe ich mir schon demontiert. Ich lege es einfach mal, entsorge es einfach mal hier vorne hin. Das heißt, dann wäre auch so eine Jacke bei diesen sehr, sehr warmen Temperaturen, die jetzt auch hier im Laden unter diesem Wellblechdach herrschen, noch einigermaßen aushaltbar. Das ist relativ angenehm. Wenn ich natürlich dann fahre, entsprechend habe ich auch noch meine Belüftungsreißverschlüsse, aber das ist von Jacke zu Jacke immer etwas anders designt. Von daher, diese speziellen Hinweise findet ihr natürlich zu den Sachen, die ich auch anziehe, in der Beschreibung unter unserem Video. Vielleicht was den Helm angeht, auch das ist dann halt eine etwas Reise-Enduro-typische Geschichte. Dadurch, dass das halt ein Enduro-Helm ist mit Visiertechnik und nicht so ganz langem Visier, würde der auch bei relativ hohen Geschwindigkeiten noch ziemlich stabil sitzen. Bei der Atwin, die wir jetzt hier als Musterfahrzeug haben, ist es halt so, dass selbst ein relativ großgewachsener wie ich sehr gut hinter der Verkleidung Wind- und Wetterschutz genießt. Das müsst ihr natürlich in letzter Konsequenz ausprobieren. Aber die Kombination zwischen Enduro-Helm, Enduro-Klamotten, Enduro-Stiefel, Handschuhe entsprechend, ist dann halt relativ gängig bei so einem Fahrzeug. Das Funktionellste ist natürlich das, was ich hier anhab, Jacke und Hose. Vielleicht noch ein paar Worte zu den sehr massiven Stiefeln. Das ist jetzt ein Stiefel, der auch beinhaltet, dass man ein bisschen Offroad fahren könnte. Und wenn ich den Offroad fahre, muss ich auch schon damit spekulieren, dass vielleicht auch mal das Motorrad ein bisschen einem aus der Hand rutscht. Und mit einer Atwin geht ja noch ein bisschen Offroad. Bei schweren Fahrzeugen ist es natürlich durchaus ein Problem. Also von daher, das wäre jetzt so ein typisches Outfit, was man bei einer Reise-Enduro, bei einem Adventure-Bike tragen würde. Und in letzter Konsequenz, was dann natürlich in der Gänze genommen wird, das entscheidet wie immer ihr. So, Freunde, es wird langsam immer wärmer. Wichtig vielleicht in dem Zusammenhang, ihr seht, ich habe jetzt nicht großartig mein Outfit gewechselt. Das, was anders ist, ist jetzt ein wesentlich besserer Helm für etwas höhere Geschwindigkeiten. Und ihr seht, ich habe ein etwas anderes Beinkleid an. Also namentlich die Schuhe sind komplett anders, nicht mehr diese groben Enduro-Stiefel, sondern jetzt tourentauglichere Stiefel. Wichtig in dem Zusammenhang auch, ihr seht, die Hose ist über dem Stiefel und eben beim Enduro-Outfit ist die Hose in den Stiefel gesteckt worden. Alle Sachen, die ich jetzt anhabe, sind 100% wasserdicht und atmungsaktiv. Das soll natürlich eine Grundvoraussetzung sein, denn wenn ihr auf Tour seid, könnt ihr euch das Wetter nicht zwingend aussuchen. Von daher immer auf die Funktionalität achten. Und ich habe ja eben schon gesagt, bei der Jacke ist nicht nur das Futter demontierbar, sondern auch die komplette Membran. Das heißt, ihr würdet dann noch eine einigermaßen gute
Atmungsaktivität haben, wenn es draußen so um die 30 Grad ist, nämlich das Wetter, was wir auch jetzt haben. Und auch hier ist es relativ warm unter dem Dach, aber ich habe ja auch keine Kühlung durch den Fahrtwind. Also von daher, ihr merkt, gerade jetzt im letzten Bereich ein Reise-Enduro, Adventure-Bike oder ein sehr sportliches Tourenmotorrad, dass diese Bereiche überschneidend sind. Es gibt eine sehr, sehr große Schnittmenge und mit so einer Klamotte kann ich auf so einem Fahrzeug genauso klasse fahren und habe genauso viel Spaß wie bei einer Reise-Enduro. Nur ein paar Accessoires wie Helm, Schuhe, die ändern sich entsprechend. So Leute, ich habe mir das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Sportoutfit, sportliche Klamotte. Ihr müsst euch natürlich darüber im Klaren sein, dass das Sportoutfit mit Abstand am kompromisslosesten ist. Ihr habt entsprechend maximale Protektion im Ellbogen, Schulterbereich, Rückenprotektor. Habt natürlich mit Leder ein absolut oder das scheuerfesteste Material, was es gibt. Also wesentlich sicherer als entsprechend Textilalternativen. Aber null Funktionalität im Sinne von Wasserdichtheit, Atmungsaktivität. Das heißt, ich stehe gleich natürlich in meinem eigenen Öl. Das ist leider so. Aber wer auf maximale Sicherheit aus ist, der kann diesen Kompromiss einfach nicht eingehen. Der muss auch die maximale Sicherheit quasi wählen. Das setzt sich natürlich im Handschuhbereich fort. Logisch, sonst wäre das inkonsequent. Im Stiefelbereich genauso. Der Helm ist jetzt natürlich ein Zugeständnis, ein bisschen auch an die Optik passend zum Leder. Aber was das dann halt ist, ob das dann eine Signalfarbe ist, auch da würde ich mich nicht zu äußern. Bei einem Sportler ist vielleicht noch interessant, dann, wenn es zum Helm geht, ein bisschen auf die Aerodynamik zu achten. Und das ist es im Grunde genommen. Was die letztendliche Kompromisslosigkeit angeht, ist es natürlich so, dass wenn ihr mit so einem Apparat unterwegs seid, wie mit dieser Aprilia, ist es natürlich bei hohen Geschwindigkeiten so, dass würdet ihr mit Textil fahren, es zu einem extremen Flattern kommt. Schon allein ist auch da Leder besser. Das wäre jetzt natürlich eine Funktionalität, die Leder etwas besser könnte als Textil. Also von daher, das ist immer so ein Verschieben der Prämissen. Und in dem Fall, wie gesagt, bei so einem Supersportmotorrad geht eigentlich gar keine gibt es keine Alternative zu dieser Lösung. Es geht gar kein Weg dran vorbei. So, Freunde, bevor es weitergeht, ich muss mich umziehen. Ich bin klatschnass geschwitzt von der Lederkombi. Ich würde sagen, bis gleich. Leute, das war's schon wieder. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich kann nur sagen, Dani, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja, Stefan, immer gerne. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei uns. Ihr habt eine vernünftige Location gefunden. Es hat euch gefallen. Und das Video wird ein Erfolg für euch. Ja, ich kann dazu nur sagen, liked FC Moto TV, abonniert FC Moto TV und liked den Stefan dabei. Und ja, wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Ich hätte eigentlich kein besseres Schlusswort formulieren können. Mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als euch um Kommentare zu bitten. Schreibt ruhig, wie ihr das seht, was für ein Outfit, welches Moped ihr bevorzugt. Alle Kommentare werden auch von mir beantwortet. Ansonsten die Beschreibung und Links zu unserer Sendung heute in der Beschreibung unter unserem Video. Das war's und adios. Ciao.